Kurze Wege, rasche Entscheidungen. Unter diesem Motto treibt die Landesregierung den Bürokratieabbau voran. Es ist uns auch sehr wichtig, dass bei diesem Vorhaben neben den Experten des Landes auch die Wirtschaft, die Sozialpartner, die Gemeinden und die Bevölkerung eingebunden sind. Deshalb haben wir alle wichtigen Akteure, Vertreter der Arbeitnehmer und der Wirtschaft, der Verwaltung, des Landesrechnungshofes, des Landesverwaltungsgerichts und der Gemeinden zu einem Gesprächsgipfel eingeladen, wo einerseits über die bereits bestehenden Vorschläge zum Bürokratieabbau diskutiert wurde und andererseits auch neue Ideen auf den Tisch gelegt wurden, erläuterte Landeshauptmann Hans Nissel. Um die Bevölkerung mit einzubinden, wurde ein Bürgerbeteiligungsmodell gestartet. Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, Frau Landesrätin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich bei unserer gemeinsamen Pressekonferenz. Wir haben soeben nach circa 3 Stunden unseren Entbürokratisierungsgipfel beendet. Es waren bei diesem Entbürokratisierungsgipfel nicht nur Mitglieder der burgenländischen Landesregierung anwesend, sondern auch die höchstrangigen Vertreter der Sozialpartner. Es waren auch anwesend der Präsident des burgenländischen Landesverwaltungsgerichtes, es war der Präsident und Direktor des burgenländischen Rechnungshofes anwesend. Also eine sehr hochkarätige Runde, weil wir uns sehr, sehr Großes vorgenommen haben, weil wir im Laufe dieses Jahres diese Entbürokratisierungsoffensive nicht nur starten wollen, was ja mittlerweile passiert ist, sondern dass wir darüber hinaus auch viele Gesetze verändern wollen. Es gibt hier ca. 100 Vorschläge, die Landesrätin Eisenkopf wird darüber auch berichten und es könnten ca. 30 Gesetze auch verändert werden. Wir sind als Burgenland das kleinste Bundesland und die Kleinsten müssen die Schnellsten sein. Und das ist auch ein kleines Motto für unsere Entbürokratisierung. Das heißt, wir wollen rasch Baugenehmigungen erteilen, wir wollen rasch Betriebsanlagengenehmigungen erteilen, wir wollen effiziente, sparsame und wirtschaftlich vertretbare Strukturen schaffen. Und da gibt es einiges zu tun. Da sind wir in vielen Bereichen auch sehr, sehr gut unterwegs, aber in dem einen oder anderen Bereich gibt es Handlungsbedarf. Wir sind auch übereingekommen, dass uns wir die Entwicklung auch in anderen Bundesländern ansehen. Was haben andere Bundesländer in dem einen oder anderen Bereich getan? Warum haben sie das getan und welche Auswirkungen hat das, sich Best-Practice-Modelle auch aus anderen Bundesländern anzuschauen, ist für uns sehr wichtig. Wichtig ist aber auch, dass unsere wohnortnahe Verwaltung bleibt. Natürlich könnte man darüber diskutieren und das würden andere Bundesländer machen, warum haben wir 7 Bezirkshauptmannschaften? Wir sagen, 7 Bezirkshauptmannschaften bedeuten, dass die Bürgerinnen und Bürger ein sehr großes Service haben. Der kurze Weg zur Verwaltung ist uns sehr, sehr wichtig. Es kann aber sein, dass die eine oder andere Bezirkshauptmannschaft mit Schwerpunktthemen eben ausgestattet wird. Das heißt, dass eine Bezirkshauptmannschaft für das Nordburgenland und eine für das Südburgenland zuständig ist, in dem einen fachspezifischen Bereich oder im anderen fachspezifischen Bereich, was wieder in weiterer Folge dazu führt, dass wieder rasch Entscheidungen getroffen werden, weil die Kompetenz eine sehr, sehr hohe ist. Kurze Wege und rasche Entscheidungen, das ist ebenfalls unser Motto, nämlich wohnortnahe Verwaltung und rasche Entscheidungen zu treffen. Das ist wichtig für die Wirtschaft, denn Wirtschaft braucht rasche Entscheidungen und damit für die Schaffung von Arbeitsplätzen. Je rascher die Entscheidungen fallen, umso rascher entstehen neue Arbeitsplätze im Burgenland. Und genau das ist ein wesentliches Ziel dieser Regierung, nämlich dass wir möglichst viele Arbeitsplätze auch ins Land bekommen, dass wir weiterhin ein hohes Wirtschaftswachstum haben und damit die Menschen auch eine gute Zukunftsperspektive haben.
Wir wollen aber nicht, und das sage ich auch dazu, dass der Naturschutz, der Umweltschutz zu kurz kommt. Auch hier bleibt unser Landesleitbild natürlich erhalten, mit der Natur zu neuen Erfolgen. Natur steht im Vordergrund und Erfolge heißt, dass wir wirtschaftlich noch stärker werden wollen, aus meiner Sicht stärker werden müssen, denn das Burgenland hat noch ein großes Potenzial nach oben. Wir haben jetzt 2,2 Milliarden Euro an Exporten im Burgenland, eine deutliche Steigerung der letzten 10 Jahre, aber da ist ein großes Potenzial Richtung 2,5 Milliarden, Richtung 3 Milliarden Euro wichtig. Und das heißt alles, dass Arbeitsplätze im Land abgesichert werden und dass im Land neue Arbeitsplätze auch im Bereich des Exports entstehen werden. Und auf der anderen Seite haben wir den Tourismus, der ebenfalls ein großes Potenzial nach oben hat. Die 3 Millionen Nächtigungen, ja, das ist ein großer Erfolg, aber auch hier wird ständig investiert, im Augenblick im Mönchhof, in der Avita, im Avita Hotel, im Südburgenland, auch in anderen Bereichen. Das heißt, Investitionen sollen diese Einrichtungen noch attraktiver machen, sie sollen zu mehr Nächtigungen führen und die Menschen, die hier sind, lieben die Einzigartigkeit der Natur unseres Heimatlands Burgenland. Also insofern eine große Herausforderung, die Entbürokratisierungsoffensive. Wie gesagt, es ist schon einiges geschehen, nämlich 100 Verbesserungsvorschläge liegen auf dem Tisch. Landesrätin Eisenkopf wird federführend, und das ist mir ganz wichtig, diese Entbürokratisierungsoffensive im Bereich der Gesetzgebung begleiten. Das ist ganz wesentlich, dass man nicht sagt, es ist die halbe Regierung dafür zuständig und da muss man sie erst abstimmen, sondern wir unterstützen, und da meine ich den Landeshauptmann Stellvertreter und ich und natürlich auch die anderen Regierungsmitglieder, sie voll und ganz bei dieser herausfordernden Arbeit, die es in den letzten Jahrzehnten ja überhaupt nicht gegeben hat. Wenn man das ein bisschen angedacht hat, hat es immer wieder sofort Gründe gegeben, na, das geht gar nicht, das ist unmöglich, das kann man nicht machen. Da wird unser Einfluss reduziert. Da wurde in erster Linie die Parteipolitik in den Vordergrund gestellt. Wir sagen heute, ganz gleich, von wem die Anregung kommt, ob von der Arbeiterkammer, von der Gewerkschaft, von der industriellen Vereinigung, von der Wirtschaftskammer, wir nehmen jede Anregung ernst und dort, wo wir sie umsetzen können, werden wir das auch tun. Es wird sicherlich nicht der politische Reflex kommen, wenn von jemandem, der vielleicht nicht in der Regierung ist, eine sinnvolle Anregung kommt, es unter den Tisch zu kehren, sondern wir versprechen, dass wir wirklich jede Anregung auch ernst nehmen. Und es gibt auch in den nächsten Tagen wieder eine Zusammenkunft zwischen dem Landesamtsdirektor und eben Vertretern aus der Wirtschaft, damit man nicht nur schriftlich miteinander kommuniziert, über E-Mail kommuniziert, sondern im persönlichen Gespräch diese Anregungen auch vorbringt. Es ist auch die Bevölkerung eingeladen, mitzuarbeiten, nämlich jeder Burgenländer, jede Burgenländerin hat die Möglichkeit, über www.burgenland.at Vorschläge zur Verfahrensvereinfachung zu machen. Auch hier ein Bürgerbeteiligungsmodell. Auch diese Anregungen werden geprüft und wenn sie realisierbar sind, natürlich auch umgesetzt. Ich möchte nur auf eines hinweisen, in vielen Bereichen ist der Bund zuständig. Das heißt jetzt nicht, dass wir eine Ausrede suchen, wenn etwas nicht gemacht wird, aber wo es möglich ist, gesetzlich möglich ist, wo wir zuständig sind, wird es diese 30 Gesetzänderungen geben, aber den einen oder anderen Bereich können wir nicht ändern, nämlich wenn das Gesetz von Seiten des Bundes beschlossen wurde. In Bundeskompetenz kann natürlich das Land nicht eingreifen, aber das werden wir auch auflisten und eventuell auch einen Entschließungsantrag an den Bund machen und anregen, auch diese Gesetze zu überdenken, zu novellieren. Aber wir machen das erst dann, wenn wir selbst unsere Aufgaben bereits weitestgehend erfüllt haben. Sonst haben wir den Eindruck, ja, die fordern was vom Bund und selbst sind sie defensiv. Wir werden unsere Aufgaben machen und anschließend dann auch den Bund ersuchen, das eine oder andere Gesetz, wofür er zuständig ist, auch in entsprechender Form zu verändern. Ich darf mich auch beim Landeshauptmann Stellvertreter und beim Koalitionspartner bedanken, denn es sind ja
auch die Clubs gefordert, hier diese Gesetze entsprechend zu diskutieren. Auch hier muss es eine enge Abstimmung geben, dass der Koalitionspartner hinter dieser Entbürokratisierungsoffensive steht. Und vor allen Dingen jetzt schon mein Dank, weil große Vorarbeiten geleistet wurde an Landesrätin Eisenkopf, weil sie die Hauptlast dieser Arbeit zu tragen hat, natürlich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber wir wissen genau, dass viele Fäden bei ihr zusammenlaufen und dass das wirklich eine große Aufgabe ist, die es seit Jahrzehnten in dieser Form nicht gegeben hat. Ja, ich sage ebenfalls herzlichen Dank der Koordinatorin, wenn ich das so bezeichnen darf, Magistra Astrid Eisenkopf, der Frau Landesrätin. Warum Koordinatorin? Weil natürlich auch hier alle Regierungsbüros vertreten sind. Das heißt, es gibt in allen Regierungsbüros natürlich Veränderungen, gesetzliche Reduzierungen, Entbürokratisierungen und die Frau Landesrätin koordiniert und gestaltet den gesamten Aufgabenbereich und das ist wirklich sehr lobend zu erwähnen. Ja, eine moderne Verwaltungsstruktur sowie schlanke Gesetze sind gefragt, kurze Behördenwege und rasche Entscheidungen, das ist genau die Ansage, die wir hier treffen und das auch deshalb, damit das Burgenland auf Erfolgskurs bleibt. Erfolgskurs deshalb, weil dieses hohe Tempo, und der Herr Landeshauptmann hat das schon einige Male erwähnt und ich auch, dieses hohe Tempo kann man nur dann gehen, wenn man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander, so wie vielleicht in vergangenen Zeiten. Und daher glaube ich auch, dass wir österreichweit eine Vorreiterrolle eingenommen haben in der Zusammenarbeit. Es hat sich sehr viel auch österreichweit verändert, das hat man gesehen. Wenn man die letzten Landtagswahlergebnisse sich ansieht, da wurde gute Arbeit belohnt. Und ich glaube, das ist auch der Erfolgsweg, der sozusagen weiterzugehen ist. Wir haben mit dieser Entbürokratisierungsoffensive natürlich auch diese Entrümpelung beinhaltet, wo auch nach außen hin erkennbar ist, die tun etwas, da geht wirklich etwas weiter und deshalb gibt es meine vollste Unterstützung. Ich glaube, das ist sehr, sehr notwendig und es ist jetzt wirklich an der Zeit, das anzugehen. Es ist auch so, wenn man sich das ein bisschen betrachtet vom Förderwesen her, ist ja gar nicht so wenig, wenn man in der Wirtschaftsförderung im Bereich Gewerbeindustrie zum Beispiel 2017 169 Förderfälle gehabt hat mit 4,7 Millionen Förderung und 35 Millionen Investitionsvolumen. Das heißt, wenn wir das so weitermachen wollen, dann braucht es natürlich eine verschlankte Bürokratisierung und das kann sich nicht hinauszögern auf Jahre, denn dann geht einfach nichts weiter. Ich glaube auch, dass hier sehr sinnvolle Maßnahmen heute andiskutiert wurden, die natürlich auch weiter verarbeitet werden. Eines hat mir auch sehr gut gefallen, dass wir zukünftig Mahnen statt Strafen vielleicht auch an oberste Stelle stellen werden, dass es sozusagen Leitbehörden gibt, die das auch koordinieren. Das heißt, da tut sich wirklich einiges, der Diskussionsprozess ist im Laufen und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir vielleicht noch heuer der burgenländischen Bevölkerung, wie gesagt, unter der Koordination von Landesrätin Astrid Eisenkopf etwas präsentieren können, wo die Bevölkerung wirklich sagt, boah, da geht etwas weiter. Ja, wirklich. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, werte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, auch von mir einen schönen guten Tag. Ich darf Sie sehr herzlich zu unserer Pressekonferenz begrüßen. Die heutige Runde, dieser sogenannte Entbürokratisierungsgipfel, der vorhin stattgefunden hat, war für mich persönlich auch eine sehr wichtige Runde, vor allem, weil sie mit den ausschlaggebenden Vertreterinnen und Vertretern geführt worden ist, die meiner Meinung nach alle an einer schlanken, an einer straffen und vor allem natürlich auch an einer schnellen und effizienten Verwaltung, denen da genau daran gelegen ist. Wir hatten Vertreter, wie der Herr Landeshauptmann schon gesagt hat, seitens der Sozialpartnerschaft, seitens der Wirtschaft, natürlich auch seitens der Gemeinden, gerade die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter liegen mir als zuständige Gemeindelandesräte natürlich auch besonders am Herzen. Heute ist es darum gegangen, erste konkrete Vorschläge im Hinblick auf eine schlankere, effizientere Verwaltung im
Land Burgenland zu präsentieren. Vielleicht ein bisschen noch zur Vorgeschichte, was einerseits natürlich die Ziele sind, die wir mit dieser Verwaltungsreform und vor allem mit dieser Entbürokratisierungsoffensive verfolgen. Es geht auf der einen Seite natürlich um Verwaltungsvereinfachungen, diese auch zu identifizieren. Auf der einen Seite intern natürlich für die Verwaltung selbst, damit Behördenwege kürzer gemacht werden, damit Verfahren effizienter abgewickelt werden können, aber genauso natürlich für jeden Bürger und für jede Bürgerin. Denn das ist, glaube ich, uns allen ein sehr wichtiges Anliegen, dass wir dann nicht nur von Verwaltungsvereinfachungen sprechen, die dann draußen bei den Leuten in Wirklichkeit eh keiner mitbekommt und keiner spürt, sondern dass es auch darum geht, wirklich spürbare Vereinfachungen für die Bürgerinnen und Bürger im Burgenland anzubieten. Wir wollen damit auch Doppelgleisigkeiten beseitigen, Kompetenzen dann auch bündeln und genauso Behördenverfahren vereinfachen und damit natürlich auch die Sicherheit und die Effizienz steigern, sei es jetzt natürlich für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber natürlich auch für die Wirtschaft. Es soll damit mit diesen Ergebnissen dann denen gedient sein, um Unternehmen natürlich anzusiedeln, um den Wirtschaftsstandort Burgenland noch attraktiver zu machen, um Verwaltungswege ganz einfach zu verkürzen und um für die Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch für die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter ganz einfach Rechtssicherheit auch herzustellen. Vielleicht ganz kurz noch zu der Entstehungsgeschichte. Es hat sich jetzt in den letzten 1,5 Jahren schon die Verwaltung, die Bezirksverwaltungsbehörden sehr stark mit dem Thema Entbürokratisierung auseinandergesetzt. Dieses ganze Projekt setzt auf dem Projekt BH 2020 auf, in dem schon oder im Zuge dessen schon verschiedenste Maßnahmen definiert worden sind, einerseits auf Anregungen des Rechnungshofes hin, aber natürlich auch auf Erfahrungen beruhen, die ganz einfach aus der Verwaltungspraxis bekannt sind, immer mit dem Ziel der Vereinfachung. Und aufbauend darauf gab es dann im November letzten Jahres auch auf beamteter Ebene bereits einen sehr groß angelegten Workshop, wo diese ersten Vorschläge und Maßnahmen diskutiert worden sind zwischen den Abteilungen, um auch hier wirklich Doppelgleisigkeiten zu verhindern. Das war ein Termin, der auch hervorragend funktioniert hat. Da möchte ich mich an dieser Stelle auch bei der Landesverwaltung, beim Landesamtsdirektor, natürlich auch bei den Bezirkshauptleuten und auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesregierung bedanken, die das mehr als professionell aufbereitet haben und wirklich in fundierter und sachlich korrekter Art und Weise miteinander diskutiert haben. Herausgekommen ist dann ein Maßnahmenkatalog, wie wir auch vorhin schon gehört haben, von über 100 Vorschlägen und Maßnahmenvorschlägen in zwischen 30 und 40 Gesetzen, also es sind glaube ich 38 Gesetze im Moment, die alle Regierungsmitglieder betreffen. Ich sage jetzt mal, die Schwerpunkte liegen im Naturschutz, im Baurecht und in der Raumplanung und die meisten Maßnahmenvorschläge betreffen auch meinen Zuständigkeitsbereich, deswegen darf ich dieses ganze Projekt koordinieren, natürlich aber in Absprache mit allen Regierungsmitgliedern, das ist auch im Vorfeld bereits passiert, also die Maßnahmenvorschläge, die heute präsentiert wurden, sind im Vorfeld natürlich auch schon mit den jeweils zuständigen Regierungsmitgliedern abgesprochen worden. Die heutige Runde hatte vor allem zum Ziel, diese Maßnahmenvorschläge in erster Linie mal zu präsentieren. Das heißt, es wurde kein abschließender Katalog präsentiert, der dann genauso umgesetzt werden soll in den Gesetzen, sondern es war heute wirklich der erste Anstoß mit Vorschlägen zur Diskussion und auch um zur Diskussion einzuladen, eben mit den Gemeindevertretern, mit den Vertretern der Wirtschaft, der Arbeiterkammer, des ÖGB und vielen, vielen mehr. Auch diese erste Anregungen wurden bereits auch schon in diese Maßnahmen hineingenommen. Das heißt, es gab auch schon im Vorfeld Gespräche mit den Gemeindeverbänden, mit dem Landesverwaltungsgericht, mit dem Landesrechnungshof, um da wirklich sachlich fundierte Anregungen auch schon vorstellen zu können. Der ganze Diskussionsprozess wird dann im April noch einmal auf noch größere Beine gestellt. Wir werden im April 2 Regionalkonferenzen, eine im Norden und eine im Süden abhalten, wo natürlich auch die Gemeinden vor Ort eingebunden sein werden, wo die Betriebe vor Ort eingebunden sein werden, natürlich auch Bürgerinnen und Bürger bei Interesse gerne teilnehmen können, um auch dort noch einmal die Maßnahmenvorschläge zu präsentieren und natürlich auch um neue Ideen und Vorschläge aufgreifen zu können. Und wie der Herr Landeshauptmann erwähnt hat, wird es auch über das Online-Portal Land Burgenland beziehungsweise ganz einfach auch an meine E-Mail-Adresse die Möglichkeit geben, für jeden Burgenländer und für jede Burgenländerin hier Maßnahmen und Vorschläge, Ideen einzubringen, wo man vielleicht in der Praxis darauf stoßt, dass es da das ein oder andere Problem gibt. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber vielleicht nur als kleines Beispiel, was
zum Beispiel im Baurecht angegriffen werden könnte. Es ist ja so, dass auch geringfügige Bauvorhaben, beispielsweise wie Swimmingpools, wie gemauerte Gartengriller, wie relativ kleine Gartenhütten, trotzdem einem großen Bauverfahren zu unterziehen sind. Und wir sind der Meinung, das könnte man vereinfachen, entweder in der Art und Weise, dass es ganz einfach nur mehr ein einfaches Anzeigeverfahren gibt, also dass die Gemeinde in Kenntnis gesetzt wird, dass dieses Bauvorhaben möglich ist, damit dann ein Einspruchsrecht hat, von der sie auch nicht Gebrauch machen kann, oder ob man es vielleicht sogar ganz hinausnimmt aus dem Baurecht. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel oder das sind Beispiele für Vereinfachungen, die wirklich jeder Häuselbauer und jede Häuselbauerin im Burgenland dann tatsächlich auch zu spüren bekommt. Und ganz zu schweigen natürlich davon, was auch der Landeshauptmann Stellvertreter erwähnt hat, dass auch angedacht ist, dass Verfahrenskonzentrationen sicherlich zum Tragen kommen werden, genauso wie bestimmte Schwerpunkt- oder Leitbezirkshauptmannschaften geschaffen werden könnten. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel ein Konzept für den Schotterabbau. Da könnte man beispielsweise die BH in Neusiedl am See und im Süden die BH Oberwart damit beauftragen, hier federführend tätig zu sein, weil das beide Bezirkshauptmannschaften hier wirklich die Schwerpunkte gerade im Bereich des Schotterabbaus haben und natürlich über die entsprechende Expertise und Erfahrung verfügen. Und genauso, wir haben beispielsweise natürlich auch im Naturschutzbereich, aber in den verschiedensten Bereichen gibt es Bewilligungen nach vier verschiedenen Gesetzen, die einzuholen sind. Im Bereich des Baurechts, im Bereich des Naturschutzes, im Bereich der Raumplanung. Und hier ist es unser Ziel, wirklich diese Verfahren zu konzentrieren zu einem gemeinsamen, aber wie gesagt mit dem Ziel, um natürlich schnellere, effizientere Entscheidungen herbeizuführen. Nicht mit dem Ziel, wie es auch der Herr Landeshauptmann schon erwähnt hat, beispielsweise einzelne Gesetze auszuhebeln oder auszuhöhlen. Ich sage es auch ganz klar, weil ich für Naturschutz auch zuständig bin, nicht mit dem Ziel, den Naturschutz in irgendeiner Art und Weise auszuhöhlen, sondern ganz im Gegenteil, ihn rechtzeitig mit einzubinden, weil gerade da sind wahrscheinlich 98% der Probleme, die es dann in der Praxis immer gibt und die auftauchen, entstanden, dass der Naturschutz oft nicht rechtzeitig mit eingebunden wurde und bestimmte Bewilligungen schon im Vorfeld erteilt worden sind. Hier soll jetzt sichergestellt werden, dass auch die naturschutzrechtlichen Bewilligungen gleich im Vorfeld mit eingebunden werden in die Verfahren und damit wirklich zeitgerecht und eine einfache und klare Antwort und damit auch Rechtssicherheit für die zuständigen Bauwerberinnen und Bauwerber dann hinausgeht. Das alles wird natürlich ein großes oder ist ein sehr, sehr großes Projekt, das noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Wie gesagt, der Diskussionsprozess wird in etwa bis Mai 2018 stattfinden, in sehr offener Art und Weise. Ziel ist es dann, dass wir die größten Brocken der Gesetze im Herbst 2018 in den Landtag einlaufen lassen und dann natürlich auch beschließen. Jetzt werden wir im Laufe des Jahres vielleicht einige der kleineren Gesetze schon davor beschließen und im Landtag behandeln, aber die großen Brocken sollen dann mit Herbst 2018 beschlossen werden, um da wirklich auch heuer noch den Burgenländerinnen und Burgenländern die entsprechende Effizienz und Rechtssicherheit zur Verfügung zu stellen und natürlich auch die Verwaltung auf Vordermann zu bringen, denn wir sehen uns in der Verwaltung natürlich auch großen Herausforderungen gegenüber, Stichwort Digitalisierung, elektronischer Akt und vieles, vieles mehr, und das soll einmal ein erster Schritt sein, um da auch die Grundlage zu schaffen. Ich darf mich an dieser Stelle auch noch einmal, wie gesagt, bei allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes Burgenland bedanken, auch bei allen Vertreterinnen, die heute beim Entbürokratisierungsgipfel dabei waren, die natürlich sehr herzlich eingeladen worden sind, mitzuarbeiten und jetzt auch schon erste Vorschläge eingebracht haben von ihrer Seite. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an meine Regierungskollegen, die mir dieses Vertrauen entgegenbringen und sehr unterstützend bei diesem großen Projekt tätig sind. Dankeschön.